Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind hier bei unseren Kiddos. Das ist übrigens die süße Eilish, die ich hier umgestylt habe. Und ich finde, sie sieht unfassbar cool aus. Also ich finde, sie ist mir sehr gut gelungen. Und auch er sieht eigentlich ganz nett aus, würde ich behaupten. Er hat ein Lippenpiercing. Weil er das in einem Outfit hatte und ich fand, das sah irgendwie cool aus. Ansonsten ist natürlich nichts passiert, weil ich nehme euch natürlich hier bei allem mit. Wir sind schwanger, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Zweites Trimester in 2 Stunden. Wenn wir Glück haben, können wir das Kind heute noch rauspressen. Das wäre ziemlich cool. Oh, das Kind ist ganz schön dead inside auf jeden Fall. Oh, das Essen ist... Oh. Ew. Warte, kannst du das alles aufräumen vielleicht? Ich will das aufräumen. Ah! So, dann kann er nämlich neues Essen hier servieren. Und dann kann das Kind was essen. Easy win, ey. Dieser Table, der ist auf jeden Fall das Beste, woran ich jemals hätte denken können. So, und dann kann das Kind sich nämlich hier frittiertes Gemüse gönnen. Mmm, lecker. Und freie Liebe hat natürlich gewonnen, was sehr, sehr gut ist. Das hilft uns in unserem Leben. Oh nein, ich sehe schon Dinge, die ganz schlimm sind. Die kriegen wir nicht hin in unserem Haushalt. Die werden wir nicht wählen. Wir haben aber, also Saft für alles noch ganz gut, denke ich. Das ist noch ganz, ganz, ganz gut. Und das würde ich auch noch sagen. Aber diese Sachen, die können wir nicht machen. Also hier, diese drei, die können wir nicht machen. Oh, er wird gemobbt. Rip Reno. Ganz ehrlich, ich finde dieses neue, also diese neue Übersetzung, die ich drin habe, echt nicht gut. Also jetzt nicht mal böse gemeint, aber ich bin kein Fan. Sie ist auf jeden Fall gut dabei. Bei ihm sieht es tatsächlich noch nicht so gut aus, aber das wird schon alles noch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du gerade wieder betrogen wurdest. Wusstest du davon? Nein. Und morgen ist Winterfest. Kannst du dich von mir fernhalten? Nein. Hä, was sollen diese Anrufe? Sie wird auch gemobbt, Alter. Was soll das? Allison! You did it. Hast du gedacht, ich hätte deinen Geburtstag vergessen, Eilish? Hä, was? Oh, er steht vor der Tür. Nee, hä? Hä? I don't get it. Doch, da ist er. Hä? Ich finde halt, Videospielfähigkeit ist auch mal ziemlich gut, um die Kinder halt höher zu bringen, weil man lernt tatsächlich die Fähigkeit ganz gut und man ist ja immer lange dabei, wenn man zockt. Deswegen, eigentlich ist das eine der besten Fähigkeiten, die man halt nutzen kann, um Teenies auf eben höheres Level zu bringen. Allison braucht jetzt nur noch denken und da fehlt ihr ja auch nicht mehr so viel und ich bin sehr, sehr stolz auf das Girl. Kommst du immer noch zu meiner Kostümparty? Welche Kostümparty? Nee, sorry. Und wir sind alle eingeladen. Hä? Warum denn jetzt bei ihr? Na gut, wir können ja einfach mal mitkommen. Ich habe zuerst Nein gesagt, aber... I don't know. Ich würde es mir gerne mal angucken. Heute sind meine Ladebildschirme noch länger als sonst und ich heule einfach. Hello. Das ist ganz schön klein hier. Oh. Na, Melody als eine Maid ist schon nice. So, was geht sie denn? Was ist das? Polizistin? Okay. Hier ist ein Baby. Cool. Nice. Eilish baut direkt ihre Fähigkeit weiter aus. So kennen wir unser Girl, ey. Oh, hier ist er schon wieder. Wir haben uns letztens erst über ihn unterhalten, weil er einen besonderen Style hat. Ja, irgendwie ist das jetzt hier nicht so spannend, ne? Ich lasse es einfach durchlaufen, bis es vorbei ist. Ah! Why? Why? Feuerwehr? Oder wir löschen es einfach direkt, okay. Aber ich will auch mal die Feuerwehr sehen. Ich habe die Feuerwehr noch gar nicht gesehen. Irgendwie sollten wir in My Last Place anscheinend keine anderen Leute besuchen, weil irgendwie brennt es jedes Mal. Bei Andi Uni doch auch. Als es noch lieb. Gut, ich glaube, ich mache das einfach weg und dann gehen wir, weil... Nee, ist ein bisschen lame. Die können irgendwie nicht nach Hause gehen. What the fuck? Was soll das? Hallo, mein Schatzi. Hallo. Hallo. Tschüss. Winterfest. Woo. Wir können dekorieren. Ja. Woo. Krass, oder? Aber die Kinder müssen natürlich erst ihre Hausaufgaben machen, weil die sind leider wichtiger als Winterfest. Not gonna lüg. Lass einfach dein Kind in Ruhe. Lass dein Kind in Ruhe. Was geht bei ihr denn ab? Was hat sie denn für eine Aura? Melody scheint ihr natürliches Strahlen zu haben. Wegen Schwangersein. Okay. Wieso funktioniert meine Escape-Taste nicht mehr? Hallo? Funktioniert die gar nicht mehr? Was soll das?
Doch, wenn ich das wegmachen will, geht's. Hä? I am confused. Sie ist Level 3? Oh mein Gott, das habe ich gar nicht mitbekommen. Sie ist zwar richtig müde, aber wir müssen jetzt mal ganz schnell noch einen Kuchen backen, weil ich glaube, der andere ist schon wieder Ripperino. Die Wehen haben wir noch eingesetzt. Wollt ihr mich verarschen? No, das ist zu viel auf einmal. Kannst du deinen Kuchen noch zu Ende backen, dass wir dem Kind noch Happy Birthday sagen können, bitte? Mach doch wenigstens noch die Kerzen drauf. Oh mein Gott. Aber wir gehen jetzt ins Krankenhaus. Wir lassen das Kind erst nächste Folge altern, weil wir müssen jetzt noch das Kind kriegen, weil das lässt sich halt nicht verschieben. Das mit dem Kind schon. Und vor allem können wir dann endlich mal wieder den Creative Sim ins Video mit einbringen. Und das ist cool. Lass uns alles zummeln, Sam. Okay, wir wollen jetzt eine Speech-Geburt haben, bitte. Oh mein Gott, hat sie die gerade angemacht? Why? Das kam unerwartet. Also wenn es ein Junge ist, weh. Ein Mädchen. Nehmen wir... Nee, ich glaube, irgendwas in der Art hatten wir schon mal, oder? True! Okay, let's go. Und noch ein Mädchen. Sarah. Los geht's. Ich glaube nicht, dass wir schon eine Sarah hatten, oder? Okay, ich habe nochmal nachgeguckt. Wir hatten noch keine Sarah. Das ist sehr, sehr gut. Du gehst jetzt nach Hause. Und ich beende den Part hier. Wie gesagt, nächstes Mal altern wir Allison. Und ich schreibe mir jetzt auf, wann wir das Baby denn altern. Und ja, ich werde dran denken. Ich werde es mir jetzt sofort aufschreiben. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!